Kapitel 5 Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen, denn durch ihn hatte Jahwe den Syrern zum Sieg verholfen. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin: »Wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen.« Da ging Naaman zu seinem Herrn und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. »Geh doch hin«, sagte der König, »ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben.« Da machte sich Naaman auf den Weg. Er nahm 340 Kilogramm Silber mit, 70 Kilogramm Gold und 10 Festgewänder. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß: »Wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinen Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist.« Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er seine Gewänder ein und rief: »Bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt er doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Da sieht doch jeder, dass er nur einen Vorwand sucht, um Krieg anzufangen.« Als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er ihm sagen: »Warum hast du deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt.« Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen: »Fahre an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein.« Da kehrte Naaman zornig um und sagte: »Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes, seines Gottes, anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Parpar nicht besser als alle Gewässer Israels?« So entfernte er sich voller Zorn. Aber seine Diener redeten ihm zu: »Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt: Bade dich, dann wirst du rein sein. Solltest du das nicht noch viel eher tun?« Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er war gesund. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück. Er trat vor ihn hin und sagte: »Jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir, deinem Diener, an.« Doch dieser sagte: »So wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an.« So sehr er ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Da sagte Naaman: »Wenn du also nichts annimmst, dann lass deinen Diener doch die Traglast eines Maultiergespanns Erde mitnehmen, denn dein Diener wird künftig keinem anderen Gott mehr Brand- oder Schlachtopfer bringen,
als nur Jahwe. Nur das eine möge Jahwe deinem Diener verzeihen. Wenn mein Herr in den Tempel Rimmons geht, um sich dort niederzuwerfen, dann stützt er sich auf meinen Arm, und auch ich muß mich dort mit niederwerfen. Das möge Jahwe mir bitte verzeihen. Geh in Frieden, sagte Elisha. Als sich Naaman schon ein Stück entfernt hatte, sagte sich Elishas Diener Gehasi: Mein Herr lässt diesen Syrer ungeschoren davonkommen. Er hätte ihm ruhig etwas von seinen Geschenken abnehmen können. So wahr Jahwe lebt, ich laufe ihm hinterher und lasse mir etwas von ihm geben. So rannte Gehasi Naaman nach. Als dieser sah, dass ihm jemand nachlief, sprang er vom Wagen ab, ging ihm entgegen und sagte: Ist alles in Ordnung? Ja, sagte dieser. Aber mein Herr lässt dir sagen, eben sind zwei junge Prophetenjünger aus dem Bergland von Ephraim zu mir gekommen. Gib mir doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder für sie. Ich bitte dich, nimm zwei Talente, erwiderte Naaman. Er packte die 68 Kilogramm Silberstücke in zwei Beutel, legte die beiden Festgewänder dazu und schickte zwei seiner Leute mit, die das Geschenk vor Gehasi hertragen sollten. Als sie an den Stadthügel kamen, schickte Gehasi die beiden Männer zurück und versteckte die Geschenke im Haus. Er ging dann wieder zu seinem Herrn. Da fragte ihn Elisha: Woher kommst du, Gehasi? Dein Diener war doch die ganze Zeit hier, erwiderte er. Aber Elisha entgegnete ihm: Bin ich nicht im Geist mit dir gegangen, als der Mann von seinem Wagen stieg und dir entgegenkam? Ist es jetzt an der Zeit, Geld und Festkleider anzunehmen und davon Olivenhaine und Weinberge, Schafe und Rinder, Sklaven und Sklavinnen zu kaufen? Der Aussatz Naamans wird dich und alle deine Nachkommen für immer befallen. Als Gehasi ihn verließ, war er vom Aussatz weiß wie Schnee.